Stadturlaub 22, Tag 20. Mein Name ist Ulrich Bierwig und heute fahre ich von Empoli nach San Gimignano. Wobei, heute ist relativ. Ich bin schon längst wieder zu Hause. Ich hatte es im letzten Sommer einfach nicht mehr geschafft, die Videos noch am selben Tag zu bearbeiten und mich entschlossen, während des Urlaubs aufzuhören und das irgendwann zu Hause nachzuholen. Jetzt ist irgendwann und es geht weiter. Ich versuche dabei auch etwas für die nächste Tour zu üben, weil die steht bald an. Es geht mitten durch die Toskana. Leider waren noch ein paar Hauptstraßen dabei. Das ist hier etwas schwierig, nur Nebenstraßen zu finden. Aber hier geht es jetzt gerade mal sehr schön. Es ist immer noch Hitzewelle, aber es ist eine kurze Strecke, knapp über 40 Kilometer. Sodass ich relativ früh ankomme und dann lässt sich das halbwegs aushalten. San Gimignano ist bekannt für die vielen noch erhaltenen Geschlechtertürme aus dem Mittelalter. Die sind schon von Weitem sichtbar und geben dem Ort sein charakteristisches Aussehen. Über Tag ist auch extrem viel Besucher andrang, aber abends fahren viele wieder weg und dann wird es ruhiger.